Immer mehr Rentner müssen Steuern zahlen. Wie du als Rentner deinen lebenslangen Steuerfreibetrag ermittelst, das erkläre ich dir in diesem Video, also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Rott und ich erkläre dir in diesem Video steuerliche Grundlagen. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, lohnt sich das also auf jeden Fall. Damit du alle Videos mitbekommst, drück auch auf die Glocke und lass gerne einen Daumen nach oben da. Wie eingangs erwähnt, müssen jedes Jahr immer mehr Rentner Steuern zahlen. Du musst jedoch auch im Steuerjahr 2020 nicht deine volle Rente versteuern. 2005 wurde das System der Rentenbesteuerung geändert. Seither erhältst du im Jahr deines Renteneintritts einen festgelegten Prozentsatz, mit dem dein Rentenfreibetrag berechnet wird. 2005 betrug der Prozentsatz, mit dem der Rentenfreibetrag ermittelt wird, 50%. Das bedeutet, wenn du 2005 in Rente gegangen bist, musstest du nur 50% deiner Rente besteuern. Der Prozentsatz erhöht sich seit 2005 jährlich um 2%, seit 2020 jährlich um 1%, bis für Rentner, die im Jahr 2040 in Rente gehen, 100% der Rente steuerpflichtig sind. Im Übrigen haben wir einen Steuerratgeber geschrieben. Da ist eine Tabelle enthalten, in der kannst du, je nachdem, wann du in Rente gegangen bist, deinen individuellen Prozentsatz ablesen. Den Link, wo du unseren Ratgeber kaufen kannst, habe ich dir unten in die Videobeschreibung gestellt. Natürlich findest du in diesem Buch auch noch viele weitere hilfreiche Tipps explizit für dich als Rentner. Wie errechnet sich nun der lebenslange Rentenfreibetrag? Der lebenslang festzuschreibende Rentenfreibetrag errechnet sich aus der vollen Jahressumme der im Folgejahr des Rentenbeginns bezogenen Bruttorente. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ich mache dir ein Beispiel. Frau Müller ging 2019 in Rente. Somit stellen wir im ersten Schritt fest, dass der steuerpflichtige Teil der Rente 78% beträgt, beziehungsweise 22% der Rente von Frau Müller sind steuerfrei. Da Frau Müller nun gegebenenfalls erst im Laufe des Jahres 2019 in Rente ging, also nicht direkt am 1. Januar, wäre sie ja benachteiligt, wenn ihr lebenslanger Freibetrag auf Grundlage der 2019 bezogenen Rente ermittelt würde. Im ungünstigsten Fall hätte sie da ja nur einen Monat Rente bezogen. Daher errechnet sich der Rentenfreibetrag aus der im Folgejahr des Rentenbeginns bezogenen Rente. Das ist damit das erste Jahr, in dem Frau Müller volle 12 Monate Rente erhält. Zurück zum Beispiel. Frau Müller geht 2019 in Rente. Schritt 1, wir stellen fest, dass 22% ihrer Rente steuerfrei sind. Im Jahr 2020 erhält Frau Müller monatlich 1.000 Euro Rente. Also für 12 Monate 12.000 Euro. Von diesen 12.000 Euro wird nun der lebenslang festzuschreibende Rentenfreibetrag berechnet. Also 22% von 12.000 Euro macht 2.640 Euro Rentenfreibetrag. Diesen Freibetrag von 2.640 Euro bekommt Frau Müller nun jedes Jahr im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung von ihrer Rente als steuerfreier Teil der Rente abgezogen. Noch ein Tipp: Für die Feststellung des Prozentsatzes für den steuerpflichtigen Teil der Rente ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem deine Rente tatsächlich bewilligt wird. In bestimmten Situationen kann es sein, dass du Einkünfte auf deine Rente angerechnet bekommst und du im Ergebnis überhaupt keine Rente ausbezahlt bekommst. Stell dennoch den Antrag, auch wenn du 0 Euro Rente ausbezahlt bekommst. Denn so sicherst du dir den höheren Prozentsatz, auch wenn du erst später tatsächlich Rente gezahlt bekommst. Nochmal kurz zusammengefasst. Der Prozentsatz für deinen Rentenfreibetrag bestimmt sich nach dem Jahr, in dem du deine Rente bewilligt bekommst. Der Betrag deines lebenslangen Rentenfreibetrags ermittelst du durch Multiplikation mit der Bruttojahresrente des Folgejahres.
also des Jahres, in dem du erstmalig volle 12 Monate Rente bezogen hast. Beantrage deine Rente auch, wenn du weißt, dass du aufgrund von Anrechnungen keine Auszahlung erhältst, um dir den höheren Prozentsatz für später zu sichern. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Falls du weitere Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal.